Marine HJ aus Westfalen und die Modellbauflotte des Reichsbundes Deutscher Seegeltung machten gemeinsam mit 60 Booten und Kuttern von Passau eine Fahrt auf der Donau nach Budapest. Begrüßung an der ungarischen Grenze. Die großen italienischen Manöver wurden in Turin mit einer Parade vor dem Kaiser und König beschlossen. Aus Gebieten Deutschlands, Russlands und Österreich-Ungarns entstand gegen Ende des Weltkrieges der polnische Nationalitätenstaat. Ihm zuliebe riss die demokratische Siegerfront von Versailles Ostpreußen vom Reich und machte gleichzeitig aus dem deutschen Danzig einen sogenannten Freistaat, der dem Schutz des Völkerbundes unterstellt wurde. In diesem Freistaat erzwangen sich die Polen verschiedene Hoheitsrechte, so zum Beispiel innerhalb der sogenannten grünen Linie eine eigene polnische Posthoheit, weiterhin polnische Eisenbahnen und eigene Zollhoheit. Auf der Westerplatte am Eingang zum Danziger Hafen legten die Polen ein Munitionslager an und stapelten dort so viel Munition, dass mit dieser Menge bei einer Explosion der 8 Kilometer entfernte Turm der Danziger Marienkirche hätte umgelegt werden können. Eine urdeutsche Stadt voll alter Kultur und Überlieferung sollte planmäßig polnisch gemacht werden.
Gegen den Sinn der vertraglichen Vereinbarungen, die zur Schaffung des Freistaates Danzig führten, baute Polen den Hafen von Gdynia aus, um den Verkehr von Danzig abzulenken und das wirtschaftlich zu erdrosseln. In kurzer Zeit war das einst blühende Handelsleben zerstört. Gegen die dauernden polnischen Bedrohungen schuf sich jetzt Danzig einen Selbstschutz. Die Danziger SA wurde bewaffnet und als Grenzschutz eingesetzt. Auch in der SS-Heimwehr stand bald eine vorzüglich ausgebildete Truppe bereit. Während die Bevölkerung Danzigs ruhig und vertrauensvoll die Heimkehr ins Reich erwartet, sind die Volksdeutschen innerhalb der polnischen Grenzen wildestem Terror ausgesetzt. Viele Tausende flüchteten vor den Gewalttätigkeiten der Polen in den Schutz des Reiches und fanden vorläufig in Sammellagern Aufnahme. Nahm ich meinen Kinderwagen und mit Weinen gingen wir mit den Kindern über die Grenze und halb eins gelang es uns, die Grenze zu überschreiten. Da nahm uns ein Grenzjäger, der schon deutsch war, und führte uns in ein Dorf, dort übernachteten wir. Und jetzt fühle ich mich sehr glücklich und wusste überhaupt nicht, dass es noch solche Leute gibt und so gut auf Erden zu leben, wie hier man behandelt wird. Und meine Kinder, Sie freuen sich jeden Tag, wie sie Essen bekommen und Milch, dass sie doch sowas noch niemals gesehen haben, schon seit 7 Jahren. Nachmittag gegen 4 Uhr war Haussuchung bei mir. Am 2. Juni haben sie mich festgenommen. Da war ich bis 3. Juni Nachmittag, 3 Uhr, im Schalei-Gefängnis. Da hat mein Mann bekommen 2 Monate dafür, weil ich die Kinder habe zur deutschen Schule nach Weißen geschickt. Da habe ich bekommen 2 Monate mit Bewährungspflicht. Aber vorige Woche habe ich Haftbefehl bekommen, ich soll doch das absitzen gehen. Da habe ich meine älteste Töchter genommen, da bin ich gepflichtet. Da kam ich bis heute und dann vierte. Das ist alles. Mein Vater war Reichsdeutscher, über 43 Jahre an der Deutschen Post. Und wie das früher Mode war, die deutschen Beamten kamen in diese Grenzzonen rein. Und dadurch wurde ich dann nachträglich durch den verfluchten Versaller Vertrag, den der Teufel holen soll, durch den wurde ich Pole, trotzdem ich kein Wort richtig mal aussprechen kann. Na, wo sie vielleicht 2 Meter von der Grenze war, da hat der Grenzbeamte nach ihr geschossen, nicht? Die Frau ist mit den Kindern verschreckt ins Wasser reingefallen, nicht wahr? Da kam der Deutsche gelaufen entgegen, nicht wahr? Und da hat er sie vom Wasser herausgezogen. Wir wurden als Deutsche in unserem Dorf erkannt, weil unsere Kinder die Privatschule 24 bis 25 Kilometer besuchten. Und sie wollten solche deutsche Leute in Polen nicht haben. Und wir haben mit den Kindern immer Deutsch gesprochen. Denn mein Mann sagt, er kann Deutsch, meine Frau kann Deutsch, meine Familie muss Deutsch kennen. So, und wenn auch unser Leben kostet, aber die Kinder müssen Deutsch unterrichtet werden. Ich habe Folgendes zu berichten.
Am Dienstag um die Mittagszeit, ich saß gerade bei Tische, kam eine Nachbarin und brachte ein polnisches Blatt mit einer Abbildung einer Leiche. Ob das etwa nicht mein Sohn wäre. Ich blickte hinein und zu meinem Entsetzen sehe ich, es ist mein Sohn. Rufe meine Frau und die erkennt ihn eben auch. Daraufhin begab ich mich auf die Polizeiwache. Gleich darauf kam eine Kommission und führte mich in die Totenhalle. Die Krankenwärter zogen das Leichentuch hinweg und ich erkannte meinen Sohn. Daraufhin wollte ich mir ihn aber genauer ansehen, ob er nicht etwas verschlagen oder was, denn ich sah die Kleider von ihm in Fetzen zerrissen. Darauf dachte ich mir, wer weiß, vielleicht wurde er misshandelt. Es wurde mir aber verweigert, ihn anzusehen. Der Mann sitzt im Gefängnis. Mein Mann ist im Gefängnis und die Kinder, weiß ich gar nicht, wo sie sind. Ich möchte sie doch gerne haben und ich weiß nicht, wie ich sie kann kriegen. Na Bruno, du bist alleine über die Grenze gekommen mit deinen Geschwistern? Ja, ganz alleine, über die geheime Grenze. Meine Eltern und 5 Geschwister sind noch in Polen. Da geht's da sehr schlecht. Weil sie werden da sehr verfolgt, so essen ist da auch nicht sehr. Und dann sind wir 5 Kinder Erste geflüchtet. Du bist jetzt auch traurig, dass die Eltern nicht hier sind, gell? Ja. Nun? Und jetzt wartet ihr 8 Wochen. 8 Wochen, das sind unsere Eltern. Und wie ist denn das Schicksal des Kindes jetzt? Eure Mutter noch schlecht mit arbeiten. Also glauben Sie, dass das Kind das Not hat? Mein Mann war nämlich schon eingesperrt. Seit dem 1. Februar, da wurde er verurteilt auf 7. Wurde verurteilt auf 7 Monate. Und jetzt? Dann habe ich keine Unterstützung mehr und ich bekomme keinen Grosch und habe 2 Kinder, mich immer zu sagen. Und von Ihrem Mann, was wissen Sie da? Mein Mann haben Sie weggeschickt an die russische Grenze, am 24. Mai. Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nicht-Angriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begab sich auf dem Luftwege nach Moskau, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Thank you.